Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 6. April. Mittwoch schreiben wir heute und ja, der Euro-US-Dollar zeigt sich ein Stück weit zäh, wie wir hier auch in der Headline ja schon beschreiben. Der Euro-US-Dollar verlangt Nerven. Wir hatten ja in der letzten Woche schon besprochen, dass hier unser guter Euro die Ambitionen hegen könnte, stark deutlich nach oben auszubrechen, um hier ein mittelfristiges Kaufsignal auf der Long-Seite darzubieten. Wie wir nunmehr sehen, ist es nicht erfolgt und das sieht aktuell ganz spannend aus. Wir dürfen nicht vergessen, heute Abend haben wir hier das Protokoll der Notenbank-Sitzung auf der Agenda. Das kann spannend werden, 20 Uhr, wenn hier irgendwelche Neuigkeiten bekannt werden. Das bleibt, wie gesagt, mal abzuwarten, ob es hier zu signifikanten Tendenzen kommt. Man muss so einen Termin immer wieder auf der Agenda haben. Letztlich gab es, wenn wir hier zurück zum Chart gehen, am gestrigen, aber gesagt, in der Vorwoche am Freitag zu den Non-Farm Payrolls hier keine wirkliche Entscheidung und die Doji-Kerze, also hier diese Unsicherheitskerze, neu, also ein Tageshoch gemacht, Tagestief gemacht, am Ende nahe des Eröffnungspreises geschlossen, lässt eine Unsicherheit ganz klar deutlich werden. Und bei den Arbeitsmarktdaten konnte man sich ein Stück weit rauspicken, was einem gefällt, sowohl positiv wie negativ. Insofern hier nicht wirklich eine klare Entscheidung gefallen. Und man muss jetzt sehen, wie sich der Impuls, den wir ja hier gesehen haben, eigentlich fest fortsetzen sollte. Ja, also hier jetzt das Hoch praktisch. Und jetzt ist die Frage, sehen wir hier ein tieferes Tief jetzt, um dann praktisch nochmal den nächsten Aufwärts-Move zu vollziehen. Das wird die Gretchenfrage sein, Gretchenfrage bleiben. Ob es dazu kommt, wie gesagt, wissen wir wahrscheinlich im weiteren Wochenverlauf mehr. Gegenwärtig sieht es aber ein Stück weit danach aus, als hätte der Markt hier ja, ein Stück weit noch Luft nach unten, denn wir sehen hier eine Konsolidierung, allerdings in einer gewissen Art und Weise bullisch. Das heißt, man kann hier durchaus mutmaßen, dass sich in Bälde eine neue Attacke auf 14, 1,14 auf die Marke von 1,14 auf den Widerstandsbereich 1,1450 erschließen könnte. Zunächst aber bleibt zu festzuhalten, hier mit Blick auf den Tageschart haben wir hier ein schönes Unterstützungslevel, was heute durchaus erreichbar scheint. Das Niveau knapp über 1,13, 1,1316, 1,1315, wenn wir es mal ein Stück weit auf den Punkt bringen wollen, ist ein Niveau, was man für heute auf der Agenda haben sollte. Wir sehen hier mit den Hochs vom Februar, hier dann vom März und eben dem Ausbruch der letzten Woche hier ein sehr, sehr schönes Supportmuster, von dem, wenn es denn so sein soll, Euro-US-Dollar grundsätzlich wieder nach oben abprallen könnte. Wir machen mal hier eine kleine Aktualisierung. Also die große Ausbruchsbewegung, wie gesagt, blieb aus bislang. Heißt, kurzfristig könnte ich mir hier auf jeden Fall einen kleinen Rücksetzer vorstellen beim Euro-US-Dollar, der auch ja, intraday unter die Marke von 1,13 führen könnte, entweder heute, heute Abend, heute Morgen. Aber dann sollte, wenn die Bullen wirklich Mut haben, hier nach oben aufzudrehen, sollte der Markt drehen, asapst und wieder nach oben laufen. Man kann das auch hier, die letzte Bewegungsstrecke, sehr schön mit Fibonacci einfangen. Da sehen wir auch praktisch, dass wir, jetzt machen wir mal die Level passend, die 161 weg. So. Da sehen wir hier sehr deutlich, dass hier eben die Fibonacci-Levels sich auch aufreihen vom Impuls-Abwärts-Move Ende März bis hier jetzt Anfang April. Und hier sehen wir 38, 50, 60. Das ist so eine Art Rücklaufzone. Der Bulle könnte hier theoretisch Staffel-Pending Orders reinsetzen, jeweils an den Fibonacci-Levels mit Stopp hier unten. Da, wenn der Markt unter dieses Niveau fallen würde, speziell unter die Marke von 1,11 beispielsweise, um hier auch noch ein Stück weit Spielraum zu lassen. Da müsste man dann davon ausgehen, dass der Markt dann doch noch stärker zurückkommen dürfte und das würde dann hier auf jeden Fall technisch bedingt für Niveaus in Richtung 1,085, 1,082 sprechen, also hier diese Zone auf der Südseite. Das wäre zumindest das präferierte Level für den Fall, dass Euro-US-Dollar eben hier jetzt nicht im Bereich um 1,13 dreht. Dann könnte es, wie gesagt, tiefer gehen und insbesondere dann unterhalb von 1,11 dann eben sogar noch tiefer. Das muss man eben sehen. Das Risiko, dass es dann, wie gesagt, eine größere Schwächephase geben könnte, wäre meines Erachtens gegeben. Denn mit dem Ausbruch eben oder mit dem gescheiterten Ausbruchsversuch hier die Marke von 1,14 nach oben nochmals aufzuhebeln, denke ich, wären hier die Bären sicherlich wieder im Vorteil. Deswegen mal aufpassen, was hier passiert.
Heute Schrägstrich morgen im weiteren Wochenverlauf dürfte auf jeden Fall spannend werden. Der Bier ist generell aber eigentlich noch bullisch beim Euro-US-Dollar. Wir haben hier von der Saisonalität eine kurzfristige Schwäche auch auf der Agenda. Am 7., also morgen, spricht saisonal vieles wieder für einen steigenden Impuls, dann relativ zäh seitwärts, um ja zum Ende des Monats doch nochmal nach oben zu laufen. Aber grundsätzlich sehen Sie auch hier an der entsprechenden Skala so richtig saisonalen Rückenwind nach oben oder unten haben wir nicht. Insofern wird sich hier viel technisch abspielen und das ist eben gerade interessant. Vor der Marke von 1,1450 kann sich auch hier einiges ereignen. Dazu kurz in den Wochenchart, damit Sie da auf Ballhöhe sind. Hier 1,14, 1,1450 ist eine Zone, wo es unlängst immer wieder sehr, sehr spannend wurde und das übrigens hier dann schon seit Anfang 2015. Ein massiver Widerstandsbereich. Hier wurde immer wieder der Euro gegeben, der US-Dollar sozusagen hier nach oben gepusht. Und im Ergo dessen wurde Euro-US-Dollar abverkauft. Das Währungspaar vielmehr. Jetzt ist eben die Frage, sehen wir hier einen Ausbruch nach oben? Wenn der kommt und auch per Wochenschlusspreis bleibt, Schrägstrich, idealerweise wäre er in der letzten Woche, gut, dann war der 1. April, aber das hätte ja auch dazu führen können, dass wir sogar schon am Donnerstag, also Ende des Monats, hier über dieses Level gehen und uns da halten können. Das wäre im Prinzip ein bullisches Setup gewesen, aber davon muss man sich aktuell noch verabschieden. Es bleibt also offen, wie wir hier aus der Woche schrägstrich den Monat ohnehin gehen. Die Stunde, kurzfristige Bild, sieht im Prinzip, wie gesagt, gar nicht mal so unkonstruktiv aus. Nach den starken Aufwärtsimpulsen haben wir hier gerade jetzt auch in diesem Bereich eine Zone, wo Euro-US-Dollar sich bereits fangen könnte, muss er nicht, könnte sich aber hier bereits stabilisieren. Ansonsten wäre hier die Marke von 1,13, scrollen wir uns nochmal ein Stück raus, auf jeden Fall das nächste Level und eigentlich auch das technisch klarere Level, wo Euro-US-Dollar hier 1,1315 sich stabilisieren sollte. Haben wir hier diese Stauzone, hier eine Stauzone und das ist im Prinzip eine, ja, Nachfragezone, wo Euro-US-Dollar gute Chancen hat, wenn wir hier dieses Horizontal-Support-Level nach unten durchspiken, sich zu stabilisieren. Also die Möglichkeit muss, Schrägstrich sollte man auf jeden Fall auf der Agenda haben, dass Euro-US-Dollar hier eine Stabilisierung erfahren könnte, die ergo dann zu einer Erholung auf der Oberseite ja, führen könnte. Den Euro ist dann also sozusagen beflügelt. Deswegen, er verlangt Nerven. Weitere Rücksetzer scheinen mir kurzfristig auf jeden Fall möglich. Wir sehen auch aktuell, wenn ich auf den Chart gucke, ein neues Tagestief, 39 Pips gerade gelaufen. Das kann ruhig noch ein Stück weit tiefer gehen. Hier das gestrige Tagestief mal im Auge behalten. Bei 1,33, 30, 1,33, 35 rund. Da mal sehen, was passiert. Ansonsten, wie gesagt, ein Spike nach unten, noch eine Etage tiefer, scheint mir hier durchaus möglich, um ergo dann im Umkehrschluss ja, den Move nach oben, eine Attacke nach oben zu starten und dann dabei hier durchaus auf diese Abwärtstrendlinie mal achten. Bullish, Euro-US-Dollar aus heutiger Sicht für mich erst wieder, wenn es hier eine Punktlandung theoretischerweise oberhalb des Pivot Points geben würde, kurzfristig Euro-US-Dollar. Also für mich, und wir sehen es auch jetzt hier gerade weiter nach Tagestief, hier definitiv ein Short. Hier muss man dann sehen, ob eine Stabilisierung gelingt. Bleibt spannend, wie gesagt. Gerade vor der heutigen FED-Sitzung darf man da sicherlich einiges erwarten. Im Umkehrschluss, US-Dollar, Schweizer Franken hier höchst bullisch unterwegs. Achten Sie mal auf das Währungspaar. Hier konträr zum Euro-US-Dollar schießt der hier buchstäblich nach oben. Und den muss man auf jeden Fall auch auf der Pfanne haben. Euro-US-Dollar jetzt hier wieder just mit einem neuen Tagestief. Geht also weiter. Rein von der Tagesstatistik her, morgen eher bullisch, heute leicht bullisch. Also morgen könnte es jetzt sogar auch unter diesem Aspekt der bullischen Wochentagsstärke zu einem Auftrieb kommen. Mal abwarten, was passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Wäre heute schon durch mit dem Devisenradar. Hoffe, ich konnte ein bisschen was an Infos vermitteln und insofern viel Erfolg bei Ihren Anlagegeschäften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.